3 Tage lang ging es auf dem Gifhorner Altstadtfest rund. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Siegerin des Grille sucht den Superstar-Wettbewerbs, Lisa Rohrbeck. Fast könnte man meinen, in einem Werbespot eines bekannten Getränkeherstellers zu sein. Wir möchten natürlich jetzt zum bevorstehenden Weihnachtsfest Kinder damit erfreuen. Wir beschenken ungefähr 800 bis 900 Kinder im Stadt- und Landkreis Gifhorn. Der Gifhorner Weihnachtsmarkt ist montags bis samstags von 10 Uhr bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Wer am vergangenen Wochenende durch Leifurt reiste, wurde von diesem Banner begrüßt. Und an diesem Wochenende gab es sogar einen Grund zu feiern. Bereits zum 10. Mal stellten die Veranstalter dieses außergewöhnliche Kunstevent auf die Beine. Der Austausch auf der Live-Art unter 26 Künstlern ist eigentlich für einen Künstler auch ein Luxus, weil man hat sonst sehr wenig Gelegenheit, so intensiv ins Gespräch zu kommen. Also es ist eigentlich eine tolle Sache. Herr Schwarz, was soll die da darstellen? Das ist die Insel der Ratlosen, die Sie hier sehen. Und welches renommierte Kunstmuseum kann sich schon mit einer Insel der Ratlosen schmücken? Das gibt's so wohl nur in Leifurt. Beispiel Hillersee im Landkreis Gifhorn, wo ein Meilenstein für die Zukunft der Stromversorgung entstand. Dort wurde am 16. April ein Biogas-Großprojekt eröffnet. Bis zu 4000 Braunschweiger Haushalte werden mit umweltfreundlich erzeugter Energie versorgt. Ein Bericht von Bernd Richers. Biostrom und Biowärme aus nachwachsenden Rohstoffen. Das ist das Konzept der neuen Biogasanlage in Hillersee im Landkreis Gifhorn. Am 16. April wurde die Anlage durch Niedersachsens Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen, Vertretern von BS Energy und des Braunschweiger Abwasserverbandes in Betrieb genommen. Das Braunschweiger Biogasprojekt arbeitet mit einem geschlossenen Energiekreislauf. Am 27. April kann die Anlage von allen interessierten Bürgern ab 10 Uhr am Tag der offenen Tür besichtigt werden. In 1997 wandert Sven Pape aus Kalbala im Kreis Gifhorn in die USA aus. Sein Ziel? Hollywood. Als Filmemacher will er dort ganz groß rauskommen. Hartnäckig kämpft er und schafft tatsächlich das, wovon andere ein Leben lang träumen. Mittlerweile arbeitet er mit den ganz Großen zusammen, wie Titanic-Regisseur James Cameron. Das richtige Auge, das ist es, was Sven Pape auszeichnet. Ob als Kameramann, Cutter oder als Regisseur, in Hollywood kennt man seinen Namen. Know-how, das Sven Pape gerne weitergibt. Auch an die Hobby-Cineasten aus der Region Gifhorn. Die hatten vom Deutschlandurlaub des Hollywood-Profis gehört und hatten ihn sofort ins Kinomuseum nach Volpüttel eingeladen. Es ist schon bemerkenswert, dass ein Mensch, der hier in unserer unmittelbaren Umgebung aufgewachsen ist, den Sprung geschafft hat in die Filmmetropole Hollywood. Die Magie der laufenden Bilder. Das ist die Welt des Cineasten Peter Schade-Ditschies. Fast 100 Jahre alte Schätze der Filmfabrik hütet er in seinem Kinomuseum in Volpüttel bei Gifhorn. Natürlich darf auch ein Besuch im Kinosaal der 30er Jahre nicht fehlen, in dem man sich mit historischen Wochenschauen in die damalige Nachrichtenwelt zurückversetzen kann. Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste.